Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shogibanoki Global News hier auf Shogibanoki New Television. Ja, und ich melde mich heute aus dem Auto heraus, weil ich selber unterwegs bin. Und der Sascha hat gesagt, ich soll ihn mal anrufen, mal gucken, wo er gerade wieder in der Welt unterwegs ist. Ich rufe ihn mal kurz an. So, mal schauen. Ah, es tutet. Hallo, Marc. Hi, Sascha. Na? Ja, Mensch. Wo bist du denn? Alter Haudegen. Ich bin auf der Insel Krk. Auf der Insel Krk? Oh. Krk, genau, in Kroatien. Ich wollte gerade sagen, das klingt doch nach Kroatien, ja. Ja, ja. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Wie ist denn das Wetter? Sau sonnig natürlich, ist ja klar. Sau sonnig, super. Ja, genau. Ich bin hier im Hafen von Porat. Aha. Nicht Borat, wie der Schauspieler. Oder Borat im Tankini. genau. Sondern ich bin in Porat, mit P geschrieben. Und ja. Das ist hier, ich muss sagen, recht idyllisch. Ich gehe jetzt mal gerade durch den Hafen so durch. Ne? Im Hintergrund sieht man den kleinen Mini-Hafen. Sind schon so ein paar Bötchen drin. Ne? Und ach, ja. Vorhin bin ich über die große Brücke gefahren nach Krk rein. Alles sehr idyllisch, muss man wirklich sagen. Echt eine Reise wert hier. Und jetzt gleich drehe ich mich mal zum Meer. Achtung, da hinten das Meer. Ist das Märchen. Ja. Du siehst es natürlich nicht, ist ja klar. Nee, ich tue aber so, als würde ich sehen. Oh, oh, wie schön. Oh, das Meer. Oh, das Meer. Oh ja. 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 Und so ist hier die Aussicht. Ja. Ja. Alles geil. Also muss ich echt sagen, wirklich cool. Super. Und hier im Hintergrund natürlich wieder der Hafen. Und wir sind hier echt in so einem kleinen Scheiß-Mini-Ort. Hier ist nichts los. Sind zwar also hier kein, da mal kein, ein paar kein, kein, kein Massentourismus, sondern nur ihr. Nein. Und die Einheimischen. Ja, das sind natürlich Einheimische, aber auch das sind ein paar Touristen, sind schon unterwegs. Ja. Da gibt es ja auch Hotels und sowas. Ja. Aber echt mini. Also wirklich, wirklich total überschaubar. Und das ist hier auf der Insel Krk. Und da fährt man von Frankfurt aus so circa 11,5 Stunden, würde ich sagen, wenn man nicht viel Pause macht. Ui, das ist ja doch noch ein bisschen, ne? Ja, es ist ein bisschen. Aber. Ja? Aber hey. Hey. Hey, das ist schon als Erwachsener. Kann hey. 11 Stunden. Ach, da habt ihr aber auch keine Pause gemacht irgendwie mit Übernachtung. Also da seid ihr wirklich irgendwie durchgedonnert dann quasi. Nö, ja. Nö, ich habe übernachtet. Ich habe natürlich übernachtet, ist ja klar. Aber, okay. Aber wenn man durchfahren würde, sagen wir mal so, kann man machen. Kann man machen, wenn man sich abwechselt. Muss man nicht. Ja. Aber wenn das Budget schmal ist, dann kann man natürlich nicht übernachten. Ja, natürlich. Du sag mal, wie viel Einwohner hat es denn da, wo du gerade bist? Ach, ich würde mal sagen, also jetzt mal ohne Spaß. Wenn es 1000 Einwohner hat, ist viel. Ach, das ist ja überschaubar. Ja, also es ist wirklich total mini. Und du fährst halt hier von einem kleinen Örtchen zum nächsten. Ja. Richtig, richtig große Städtchen gibt es hier gar nicht. Wie sind denn die Preise so? Was zahlt man für Schnitzel mit Pommes? Ja, ich würde mal sagen, also gestern war ich essen gewesen und da habe ich so einen riesen Mixteller mit, wie heißen die Dinger nochmal? Cevapcici, Hackbraten, hin und her, allen drum und dran. Hat mich gekostet. Waren Gemeinschaftsteller, waren für 3 Personen insgesamt 30 Euro. Also, ach, da kannst du doch nichts sagen. Teller. Ah, da kannst du doch 10 nichts Euro, sagen. 10 Euro war so proppenvoll. Gut, später war es natürlich ein bisschen teurer, weil der Slivovitz und das Bier hat dann schon reingehauen. Ja, aber macht man halt so, ne? Das macht man kann halt man ja so. Mal machen. Ja. Ja, na ja. Prima, dann hast du ja doch eine schöne Zeit da unten. Das ist natürlich toll. Ja, auf jeden Fall. Ich sag nochmal kurz den Hafen hier hinten im Hintergrund. Ne? Es ist schon ganz geil, ne? Muss man schon sagen. Also es ist ein kleines, nettes Örtchen. Keine Sau da, außer ein paar Fischer oder irgendwie die Bootskapitäne oder was so toll, was da sind. Ach, dann kommt der Fisch ja fangfrisch aus dem Meer, ne? Wahrscheinlich. Nö, den importieren die natürlich aus Marokko, ist ja klar. Ich hab's gedacht. Ich hab's schon gepulte Krabben aus Marokko, genau. Richtig, so macht richtig, man das. Ja. So macht man das heute. Globalisierung, genau. Leute, Globalisierung, jawohl. Ja. Deswegen Global News. Schön, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Ne? Und demnächst wieder irgendwo aus der Welt.
alles klar, du legst jetzt mal auf, machst noch ein bisschen Urlaub, ich lasse den Motor an und fahre mal weiter. Ich melde mich nämlich hier gerade aus meinem Auto. Und, ach so. Dann sehen wir uns demnächst, ne? Cheerio, Miss Sophie. Alles klar, tschüss, Sikorski.